Okay, ich bin gecrashed. In diesem Video begleitet ihr mich dabei, wie ich zum ersten Mal eine echte Drohne im Manual Mode fliege. Zunächst habe ich mich 25 Stunden bei Liftoff vorbereitet, denn ohne diese Vorbereitung im Flugsimulator wäre es ziemlich teuer und so gut wie nicht möglich, die Drohne zu beherrschen. Doch bevor es losgeht, ein Unboxing der wichtigsten Teile. So, der erste Flug nach 20 Stunden Simulator. Alter. Das klappt. Ich brauche gar nicht nach unten gucken, fällt mir gerade auf. Aber die ist halt auch noch relativ langsam. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ich glaube, bearbeitet sieht das auch gar nicht so schlecht aus, also mit der Kameraquali hier. Richtig geiles Gefühl. Aber man fühlt sich immer noch sicher. Ja, ich kann die nicht komplett kippen. Also so ist es jetzt relativ leicht zu fliegen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass ich in den Einstellungen unter dem Reiter Steuerung und dem Unterpunkt Fernsteuerung den manuellen Modus hätte freischalten müssen. Dafür geht man auf den individuellen Modus und wählt da den manuellen Modus an, muss kurz bestätigen. Anschließend muss man unter dem Punkt RCX das M-Modus Fluglagenlimit deaktivieren. Und schon kann es im M-Modus losgehen. Ja, Mahlzeit. Also, ich bin nochmal am Feld, um die DJI Neo auszuprobieren im manuellen Modus. Versuch Nummer 3. Ich habe ja einmal versucht, im manuellen Modus zu fliegen, da habe ich aber leider nur im Sportmodus fliegen können. Da musste ich einige Einstellungen zu Hause vornehmen, habe mir dann vorgenommen, heute ist ein guter Tag, heute gehst du fliegen. Dann war auch alles im manuellen Modus eingestellt, aber im Simulator habe ich die Y-Achse invertiert, was ich hier bei der Steuerung leider nicht konnte. Und von daher gestaltete sich das Ganze ein bisschen schwierig und ich habe schnell gemerkt, das ist nichts. Okay, ich bin im manuellen Modus. Okay, ich bin gecrashed. Scheiße. Jo. Und schon wieder gepatzt. Und dann musste ich mich leider noch mal an den Simulator setzen, habe da noch mal 5 Stunden gezockt. Mit normaler Steuerung. Ja, und heute bin ich guter Dinge, dass es klappt. Ohne Absturz.
Und dann können wir uns der Avatar widmen. Dann gehen wir direkt mal rein da. Erstmal natürlich im normalen Modus. Ja, und das fühlt sich jetzt, nachdem ich mit der anderen Steuerung geübt habe, auch viel vertrauter an. Muss man so sagen. So, jetzt sind wir aber drin. Und ich muss mir die Notaus-Taste hier merken. Oh, da hinten läuft jemand. Ja, das klappt aber viel besser als beim letzten Mal. Da bin ich. Oh ja, das geht gut. Aber ich will mich nicht zu weit entfernen, sonst finde ich die nachher wieder nicht. Aber das klappt viel besser. Ich bin beruhigt. Ich hatte schon Schiss, dass das immer noch nicht klappt und ich einfach niemals im manuellen Modus fliegen werde. Ich weiß nicht, die Menschen sehe ich nicht mehr. Das ist schon mal gut. Und noch ein bisschen tiefer. Oh, das ist so ätzend, hier die Drohne zu suchen. So jetzt aus der Luft sieht das gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man dann vom Boden aus sucht, ist man echt aufgeschmissen. Akku 67%, also da kann man auch echt nicht meckern, muss ich sagen. Von der Leistung her, das kleine Teil hier. Top. Oh ja. Yeah. Kommt da jemand zu mir? Nein. Ich dachte schon, hier stünde jemand. Soll ich mal eine Rolle probieren? Dafür gehe ich aber höher. Macht die gar nicht. Okay. Ich verstehe zwar nicht warum, aber... Oder ein Salto? Den hat sie gemacht. Alter, ich habe Salto gemacht. Krass. Ja, wenn man dann im Simulator einmal wirklich auch mit der Einstellung geflogen ist, also wäre ich von Anfang an mit dieser Einstellung geflogen, dann gäbe es auch keine Probleme. So ist es wirklich echt angenehm. Also klar ist das gewöhnungsbedürftig, weil man selten ein Gerät in so einer Empfindlichkeit und mit so vielen Achsen fliegt oder generell bedient. Eine Sache wollte ich noch sagen. Aber ja, ich glaube, da muss man ein paar Mal gemacht haben und dann geht's. Ich bin jetzt bei 51%.
Ich weiß gar nicht, wie die Gimbal-Neigung war. Ob die jetzt bei 15 Grad war. So wollte ich die nämlich eingestellt haben. Ja, einfach cool, muss ich sagen. Und dann bin ich also echt bei der Avata gespannt, wie das bei der Bock macht. Weil die kann ja hoffentlich noch mal ein bisschen mehr hier. So, ich mache noch mal ein Looping. Oh, wow, Alter, Alter, ich habe sie gerettet. What the fuck? Das war krass. Ohohoho. Ja, da werde ich dann auch schnell übermütig. Dann lassen wir dann vielleicht noch mal. Was ich wohl merke, dass die sehr windempfindlich ist. Also, dass die auf die kleinsten Windböen hier schon reagiert. Ist natürlich auch dem geringen Gewicht geschuldet, aber ja, also wenn man da wirklich bei größerem Wind fliegen möchte, kann man es eigentlich vergessen. Ja, moin. Geil. 30%, ich glaube bei 15 meldet die sich. Jetzt merke ich langsam, wie die Goggles beschlagen. Das ist nicht so angenehm. Aber ich denke, wenn ich jetzt unfallfrei fliege, dann werde ich gleich mal die Avata in die Hand nehmen. Fliegen wir mal hier vorne gucken, was es hier so gibt. Ach, da ist noch ein richtig. Oh! Schönes Feld. Ah, jetzt langsam geht der Akku zu Neige. Oh, jetzt nicht hier rumtänzeln. Ich habe keinen Bock, das Ding zu holen. 5% noch, dann wird sie wahrscheinlich automatisch Richtung Startpunkt kommen. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob da vorne jemand im Gebüsch gestanden hat. Aber da werde ich gleich nochmal hinfliegen. 17%. Oh, und die Aufregung, die legt sich auch. Das ist schön. Man wird so ein bisschen sicherer. 15%. Akku stand niedrig, Tempo gedrosselt. Ja gut. Dann beenden wir das Ganze jetzt mal hier mit der Neo. Bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe zum Glück DJI Care. Jo, also die ist schon mal viel weitwinkliger. Ich habe die Kamera jetzt umgestellt auf 4K 60 Frames. Okay, go. Läuft. Sportmodus, manueller Modus, meine ich. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Die ist ja viel wendiger. Oh, das macht Bock. Ist auch relativ laut. Oh, das sieht, glaube ich, schon. Stopp mal kurz. Genau, die Gimbal-Neigung wollte ich einstellen. Auf 25 Grad. 25. Jo. Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen hoch, stell wieder um. Warum kippt der so sehr?
So. Ach, ich kann die Neigung jetzt trotzdem im manuellen Modus verändern. Das wusste ich nicht. Boah, das sieht, glaube ich, schon geil aus. Wow. Boah, geil, macht das Bock, Mann. Und man weiß einfach, dass man natürlich jetzt nicht auf Profibasis, aber dass man die Drohne einfach komplett in der Steuerung beherrscht. Dass man weder mit irgendwelchen Unterstützungen oder Sensoren fliegt, sondern alles selber macht. Ich fliege jetzt mal zum Ende des Feldes. Prozent Akku. Geil. Also man hat ja dann doch wirklich mit drei Akkus auch echt Flugspaß, ne? Kann man sich ja wirklich was gönnen. Ich gehe nochmal hier rüber über das Feld. Schön. Ja, geil. Also der Plan, der ist voll aufgegangen mit dem Simulator. Natürlich habe ich da erst Scheiße gebaut. Ja, ich. Die Steuerung hat sich so nicht vertraut angefühlt, wie sie von Anfang an eingestellt war im Simulator bei Liftoff. Und dann habe ich, wie gesagt, die Y-Achse invertiert. In der Hoffnung, dass ich mich so schneller dran gewöhne. Wahrscheinlich habe ich das auch getan, aber ich habe nicht berücksichtigt, dass in den Einstellungen bei DJI diese Invertierung nicht möglich ist. Und dann habe ich da gesessen. Ich musste die Muttersprache neu erlernen. Also. Ganz komisch. Geil. Das macht echt Bock. Da steht eine Bank unterm Baum. Ach so. Boah, geil. Ich weiß gar nicht, was für eine Geschwindigkeit hat die Drohne so. 15 Meter pro Sekunde, ja. Wie viel km/h sind das? Keine Ahnung. 30% Akku noch. Jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen hoch. Hier sind auch keine Hochspannungsleitungen, Hochleitungen. Boah. Und ein Dive. Mega. Mega. Prozent. Kommen wir mal langsam zurück. Oh, geil, ich bin richtig happy. Sie lebt noch. Und die DJI Neo auch. Am Ende des Tages habe ich alle drei Akkus auf den Kopf gehauen und hier mal ein kleines Edit für euch zusammengeschnibbelt. Ich hoffe, es gefällt euch. Thank you.